Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir machen, bevor wir jetzt Richtung wie ist das so nochmal, das Kaff unten gehen, ach du Scheiße, werden wir vorher nochmal kurz in Burgerstadt vorbeischauen, weil im Vorhof soll das Kind sein. Im Vorhof. Und das Kind gibt uns dann den Schraubenschlüssel, wodurch wir das Auto bekommen und wir schneller dann und sicherer vor allem zum Supermutanten kommen. Das könnte brenzlig werden. Du lebst noch, ne? Ich glaube nicht mehr, oder? Doch, der liegt da nur am Boden. Jetzt bist du tot. Ja, du Scheiße, die Viecher sind echt stark, ne? Komm, das sind Maulwurfsratten. Wie riesig sind die überhaupt? Komm, einen Schuss kann ich noch abgeben. Damn, hat geholfen. Gut, Zulle kümmert sich sowieso um den, ja. Hat sich erledigt. Und jetzt bist du dran, Freundchen. Jetzt bist du dran. Oh, das war ein kritischer. Bam. So, insofern da jetzt keine Todeskrallen drin sind, würde ich sagen, gehen wir auf Meucheltour, um noch ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Ich meine, die paar haben mir 720 Erfahrung gegeben. Das ist richtig krass. Wieder Skorpione. Aber nur kleine. Lohnen sich kleine Skorpione? Es sind verflucht viele, ne? Ich denke mir schon, dass sich das lohnt. Wir gehen auf unsere Figur. Wir brauchen noch knapp 6000 Erfahrung fürs nächste Level. Komm, wir müssen mitnehmen, was geht. Wir müssen einfach mitnehmen, was geht. Geht nicht anders. Bäm. Bäm. Easy locker, würde ich sagen. Da können die nichts machen, die Viecher. Die hauen sogar schon ab. Und das zurecht. Also, ich muss nur mal Zug warten. Bam! Bam! Gut, dann räuchern wir erstmal hier oben alles auf. 240 Erfahrung, das heißt ja, das lohnt sich definitiv. Ich kriege hier mindestens 2000 Erfahrung. Wir sind dadurch dem nächsten Level schon wieder ein bisschen näher. Und je stärker wir werden, umso sicherer können wir nachher kämpfen. Und wir haben es bei Fallout 1 gesehen. Wir waren zum Schluss viel zu schwach. Viel zu schwach. Nochmal 180 Erfahrung, sauber. Oh, dann laden wir kurz nochmal nach. Ups, das war Dauer. Laden wollte ich. Na, ja, selbst Zulik kann hier durch die Gegend laufen und alles platt machen. Ich würde mir sogar die Munition sparen, wenn ich wollte. Aber das würde mir sonst zu lange dauern. Deswegen erschieße ich sie alle. Ja, die tun nicht mal was dagegen. Ha. Na komm, Skorpion, komm. Weiß doch. Ihr sterbt doch so gerne. Habt ihr doch Spaß dran. Da läuft er noch weg, die Sau. Und ich bin mir. Ich bin Scharfschütze. So. Nochmal 180 Erfahrung. Ja. Easy. Hier sind auch nochmal voll viele. Können wir auch nochmal 500er. 500 Erfahrungen ist hier bestimmt drin bei denen. Okay, sagen wir 300. 300 Erfahrungen kriegen wir hier mindestens bei den Viechern. Jetzt laufen die schon wieder weg. Bist du noch damals, als wir Angst vor denen hatten, weil sie mich vergiftet haben? Jetzt haben sie keine Chance mehr. 63%, bam! Ich bin voll der Sniper und da verfehlt. Aber jetzt habe ich getroffen. Okay, der ist tot. Ist zwar ein bisschen Munitionsverschwendung, aber hey. 480, ja fast 500 Erfahrung, sage ich doch. Meine Worte, Freunde, war es das echt schon? Seht ihr mal, das ging so recht flott. Ich habe gedacht, hier ist noch mehr drin. So, dann hauen wir mal ab. Wo ist der Ausgang? Da. Ihr habt aber nichts dabei, ne? Nee. Nur die Skorpione hätte ich ausräubern können, aber naja. So. Bunkerstadt.
brauche diesen Schraubenschlüssel, ich brauche dieses verdammte Auto. Mit dem Auto kommen wir hier richtig zackig durch die Gegend. Also müssen wir mal wieder richtig handeln, ne? Ich meine, wann haben wir das letzte Mal gehandelt? Ich habe Kohle ohne Ende, aber es bringt mir nicht viel, oh Gott. Welchen Boss? Den hier? Sklave? Sklave? Bist du der Boss? Karawanenmeister. Hä? Was ergibt das hier jetzt für einen Sinn? Ich meine, ich könnte die bestimmt eiskalt beklauen, oder? Oder hinterrücks erschießen, wenn ich stark genug wäre. Was ich nicht bin. Aber wenn ich's wäre, dann, Freunde, hätte ich sie alle getötet für die Munition. Kronkorken, das lohnt sich nicht. Kronkorken. Oh ja, das ist doch schon eher mein Fall. Gib mal alles her, was du hast. Ist Free Stuff für mich, ich krieg meine Seile. Ah, sehr schön. Komm, das auch noch. Dankeschön und schon bin ich weg. Tschüss. So, darf ich jetzt unangegriffen? Na toll. Ach, diesmal sind es nur diese Viecher, ja? Das geht ja in Ordnung. Er benutzt Gegengift? Wieso was? Wieso benutzt du Gegengift? Was ist mit dir nicht in Ordnung, Solik? Mistvieh. Guckt euch den Zullig an. Der ist krass drauf, der Bengel. Ich brauche stärkere Waffen. Wir ganz übel zugerichtet. Wieso? So, wie geht's dir denn? Du siehst zullig, ja. Wer jetzt gedacht, dass ich ihn sehe? Und jetzt komm. Dankeschön. Jetzt du. Dann wenigstens geht er jetzt hin auf Solik. Nicht, dass er mir verreckt. Okay, wir laden kurz nach und machen dann schön Dauerfeuer auf ihn. Ich glaube, er ist tot. ...615 Erfahrung dafür, wow. Komm her, du kleine Bengel. Na gut, das auf mich zuläuft, nicht auf Solik. Gib ihm noch eins mit. Nice. Okay. Dann können wir uns hier auch verziehen. Die Erfahrung hat richtig gut getan. Und dann versuchen wir weiter nach mal Bunkerstadt zu kommen. Wäre echt nice. Wir lassen die erstmal kämpfen, ne? Das lasse ich mir nicht nehmen, Freunde. Das ist wieder gratis.
Du wirst nur den Händler hier platt machen. Dann ist alles gut. Wenn sie den platt machen wollte, hohohoho, ja. So, Solik ist bei mir. Wir stellen uns hier einfach hin zum Snipern. Das ist eine gute Idee, Solik. Das, was übrig bleibt, wird halt umgebracht. Oh, Karawanmeister benutzt das Stimpack, ja? Tötet den Karawanmeister, los! Ist er tot? Der Karawanmeister ist tot, ja. Wie göttlich. Er hat die Waffe geklaut, hast du es gesehen? Ich weiß noch nicht, wer gewinnt, also ich... Sind die noch zu zweit? Oder wer bist du? Und wer bist du? Okay, du bist ein Sklave. Du bist ein Räuber. Du bist ein Sklave. Ah, der Sklave hat die Waffe geklaut. Wie cool. Räuber. Reisen damit Narbe. Und... Okay, die beiden und die Sklaven sind noch dabei. Dann haben wir ganz viele Räuber. Aber es kann doch gut ausgehen. Weil ich meine, der Sklave hat jetzt eine Waffe. Okay. Ihr müsst den Reisenden töten. Am besten so, dass zum Schluss noch irgendwie ein einziger übrig bleibt oder so. Also sobald die Reisenden tot sind, da greife ich ein. Dann greife ich ein. Ich bin schon so ein Arschloch. Sieht nur noch zu ausgeglichen aus, ne? Wobei, es sieht so aus, als könnten die Reisenden tatsächlich gewinnen. Ich werde einfach mal so... reinballern. Ach, cool. So, die beiden haben noch eine gefährliche Waffe, der ist mir egal. Das heißt... Und dann du noch. Shit. Er fokussiert mich. Ja, er ist tot. So, noch den mit der Waffe loswerden, ne? Ach. Muss laden, okay. Nein! Wieso greifst du mich an? Greif die an, die vor dir stehen. Ah, jetzt kommt Zulik dazu. Jetzt muss ich meine Position wechseln. Okay. So, irgendwo Ausgeglichenheit haben, ne? Sind nur die beiden übrig. Also den mit der Waffe am besten, ne? Nice. Ich würde sagen, das hat sich definitiv gelohnt. Ja. Easy going. So. Zeit zum Plündern. Schlagring. Kohle. Nehme ich. Bist du dabei, Sklave? Du hast die Pistole, die du geklaut hast. Ich weiß zwar nicht, wo du die Munition her hattest, aber tun wir einfach mal so, als hättest du Munition gehabt. So, der Räuber hat ja noch das Geld. Sie hatte eigentlich vorher die Waffe. Wir müssen Zeug verkaufen, ey. Die hatte nichts. Das war ja die Sklavin ohne nichts.
Oh ja, das gibt mir ein bisschen Geld, Freunde. Riecht ihr das Kronkorken sind das. Ah ja. Oh ja. Oh, noch mehr davon. Oh, ich kann nicht mehr so viel tragen, ne? Ja. Okay, kein Problem. Wir speichern kurz ab. Und dann beklauen wir unseren Kollegen. Weil der ist auch nicht mehr wirklich dazu fähig, mehr zu tragen. Das heißt, wir legen ihm einfach mal ein paar Sachen ins Inventar rein. Ah, es geht nicht. Das haben sie gepatcht. Nein. Wieso? Warum? Was bist du? Gut, das kommt dann zu mir halt. Ah, ich kann nicht alles mitnehmen. So grausam. Okay, gucken wir mal. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen muss, sind die Waffen. Ganz klar. Shit. Was haben wir denn so Schönes dabei? Können wir unsere Stärke buffen? Jet. Von Energie und Stärke, ja. Wenn ich das jetzt einsetze. Shit, jetzt bin ich abhängig. Egal. Hat sich schon gelohnt. Werde ich den ganzen Stuff hier mitnehmen. Das ist noch sehr wertvoll. Die Waffe noch bitte. So, das macht nichts. Jetzt gehen wir zu einem Händler. Leider bin ich abhängig. Aber egal, das löst sich ja irgendwann von alleine auf. Ihr könnt aber noch Kronkorken dabei haben. Oder irgendwas ganz Kleines, was ihr mittragen könnt. Ne? Ja. Eine kleine Waffe. Ich brauche nur einen Händler mit übelst vielen Sachen. Oh je. Ja. Den bekommen wir in Bunkerstadt natürlich easy. Aber sonst nirgends. Hoffen wir, dass wir den Weg schaffen. Vielleicht bleibt einfach stehen und ja, tja. Tut mir leid, Zero, du trägst zu viel. Tschüss. Das wäre ein bisschen scheiße. Vielleicht steht's, der Charakter ist umgekippt, weil er nicht mehr tragen kann. Zu erschöpft, um zu tragen. Aber wir schaffen's. Ja! Zurück in Bunkerstadt. Okay, hat sich auch überhaupt gar nicht gelohnt, von hier nach links zu laufen und dann zu denen und dann wieder zurück. Hof, Innenstadt, Vorstadt, ne? Das hier könnte die Vorstadt sein. Ja, ich bin überladen. Okay. Dann möchte ich auf jeden Fall... Ach, hier, kann ich hier warten? Ausruhen. Ist Mittag. So, jetzt haben wir es Mittag. Ich gehe kurz hier raus, dann sparen wir nämlich sehr viel Gelaufe. Wir müssen nämlich zuerst ein paar Sachen loswerden. Dann gehen wir wieder zurück in die Bunkerstadt, in die Innenstadt. Da öffnen wir den Kram. Guten Tag. So. Da müssen wir rein. Der hat Stimpacks, alles mögliche, was wir brauchen können. Da können wir ein paar Sachen loswerden. Hallo, Dude. So, tauschen bitte.
Was ist das hier? Nö. 14mm Pistole. Red Air brauche ich auch nicht. Seile habe ich jetzt mehr als genug. Komm, nehmen wir mal die Stimpaks hier mit. Okay, warte. Zuerst, wenn wir das Zeug bloß verkaufen wollen, dann wissen wir, wie viel Kronkorken wir übrig haben. Das ist ja auch nur das, was ich derzeit mitschleppe, ne? Solik hat ja auch noch ein bisschen was am Start. Gut, ein Kronkorken. Mehr ist es nicht wert. Schade. Würfel. Wieso nicht behalten wir? Wie viel kriegen wir dafür, für die 18 Stück? Ist ja nichts wert, das Zeug. Crazy. Munition brauchen wir ganz dringend. Und wir haben ja noch diese drei Pillen. Was bist du? Red X. Red X kann man gebrauchen. Wir haben eigentlich gar nicht mal so viel dabei. Nur das, was wir gerade geklaut haben. Na gut, dann gib mir noch mal... Was hast du denn noch so Schönes? Bücher, ne? Und Kronkorken. Gib mir all deine... Gib mir all deine Kronkorken. So, dann gib mir mal noch mal ein Büchlein. Das ist bestimmt sehr viel wert, ne? Ja. Das war zu viel. Wie viel wert bist denn du? Okay, dann nimm deine Kronkorken wieder zurück. Hä? Habe ich das falsch rumgemacht? Ja, ich habe mehr. Ah, ich habe mehr Geld. Das ist das Ding. Okay, gib mir nochmal ein Stimpact. Okay, jetzt nimmst du aber deine Kronkorken zurück. Und dann gibst du mir insgesamt mal, fangen wir mal mit 25 an, dann kann ich besser rechnen. Okay, gib mir nochmal 4. So, 65. 65, so. Wie so viel kann ich nicht tragen? Aber ich tausche doch. Ich wollte mich da verarschen jetzt, oder? Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir kaufen ihm erstmal seine Kronkorken ab. Damit sparen wir Platz. So, er hat insgesamt 400 Kronkorken. So. Die möchte ich gerne alle haben. Was bist du noch wert? Ach du Scheiße, ist so teuer. So. Gibt's doch nicht, ne? Da komme ich schon ein bisschen näher dran. 90. 91. Hier nehmen wir Jimmy's Head. Da kannst du meinetwegen auch einen von haben. Den anderen, ich brauche die eigentlich gar nicht, ne? Was soll ich damit? So. Gut, dann bieten wir. So viel kannst du leider nicht tragen. Willst du mich verarschen? Sorry. Muss halt irgendwo meine Sachen bunkern, ja? Okay, bunkern wir irgendwo kurz unsere Sachen. Das fasse ich nicht, ne? Der will der nicht handeln. Ich drehe hier am Rad. Ich drehe hier am Rad, ich sag's euch.
So, verstauen wir da halt ein paar Sachen von uns. Ist ja nur für kurze Zeit. So, alles, was ich nicht verkaufen möchte. Wie zum Beispiel die Munition hier. Super Stimpact. So, die will ich nicht verkaufen. Die will ich nicht verkaufen. Die nicht. Ups, das war zu schnell. Die Seile behalten wir alle für den Fall der Fälle des Dynamit. Die Munition. Mentats. Die Munition möchte ich gerne behalten. Gummistiefel behalte ich. Das behalte ich so. Jetzt können wir handeln. So, dann gib mir mal die Kronkorken. Nee, das waren. Wie viel? 94, ne? 94 Kronkorken. So, gib mir mal den Scheiß. Den Scheiß. Ein davon. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die alle können weg. Das kann alles weg. Das. Ah, die Granate wollte ich behalten, ne? Oh, die Munition plötzlich hier. Okay. So viel dazu. Somit habe ich alles, was ich derzeit wollte, ne? Dann gib mir doch mal. Munition ist nie verkehrt, ne? Ja. Gut, dann gibst du halt noch ein paar Kronkorken dazu hier. Was ist das schon? Hier. 100. Gar nicht, ne? Doch, 120. Geht doch. So, dann laufen wir kurz zurück. So, Dick, ist das dein Ernst? Komm. Zulik ist überladen. Ist auch noch. Aber darum wollte ich mich ja gleich kümmern, ne? So, das kommt erstmal alles da rein. So. Dann. Lass du wollen. Tauschen wir mit Zulik. Zulik gibt mir alles, was er verkaufen möchte. Wie zum Beispiel das, das, die Gerätschaft. Ein Messer. Ich glaube, das andere Messer benutzt er. Das Werkzeug behalten wir, die Schaufel behalten wir. Bist du? Bürgschaftspapiere. Du? Schrott behalten wir für den Fall der Fälle. Was bist du? Blauer Sicherheitsschlüssel. Plasmatransformator. Geigerzähler, taktische Karten, Brennstoffzellenregler. Gut. So, schon kann er mehr tragen. Unsere kleine Kiste. Und das verkaufen wir jetzt auch nochmal kurz. Kann ich mit dir eigentlich auch handeln? Nee, die Person handelt nicht mit dir. Bin ja schon weg. Du siehst Wall oder Valerie oder wie auch immer. So, tauschen. Okay, nimm mal die Waffen. Was ich alles noch dabei habe, krass. Okay, dann gibst du mir halt... all deine Kronkorken. Die Büchlein und die Stimpacts. So, dann möchte ich auf jeden Fall noch haben dieses Buch. Ja, dann für meinetwegen die Munition noch.
Ja, nice. Komm, der Rest ist für dich. Sehr schön. Den haben wir schon mal ordentlich beklaut. Gut, dann holen wir alles aus dem Kasten raus und dann sind wir glücklich. Dann haben wir es geschafft. Und jetzt ist alles weg. Dann würde ich lachen. Nee, alles noch da, okay. Sehr viel Munition haben wir auch nicht mehr, ne? Aber dafür jede Menge Seile. Was schleppe ich denn alles mit mir mit? Alter Schwede. Gut, die Fusionsmunition und alles. Mit Tragkapazität erreicht. Brauchen wir ja später noch für unseren Wagen. Okay, die Bücher wiegen anscheinend sehr viel, ne? Hat eigentlich unser Geld ein Gewicht? Mal so gefragt. Nö. Okay. Dann lesen wir uns das hier nochmal durch. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun, ne? Das hier nochmal. Und schon sind wir wieder ein bisschen stärker geworden und sind mal ein bisschen ballastlos geworden. Auch wenn wir irgendwie jetzt schon wieder überladen sind, was ein bisschen suspekt ist. Aber wir geben das gleich alles zurück, beziehungsweise machen wir morgen. Und dann ist gut. Ne? Gut, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder, dann handeln wir kurz mit Zulik und dann suchen wir den Bengel, der hier irgendwo rumlaufen sollte. Haut rein, euer Zero. Tschüss.